So, das ist ein neues Video heute. Wir haben heute wieder mein Einkauf vom der Lebe war da. Das nachgucken. Okay. So, wir fangen an. Wir haben zwei Ersatzartikel. Ich habe statt diesen Wunderkopfsalat habe ich diesen anderen bekommen, wo 50 Gramm weniger drin sind. Und die Tomaten waren anders. Zeige ich euch aber, was ich meine. So. Das meine ich. Den habe ich immer früher gekauft. Normal kam ich immer vom Bundel, weil da mehr drin ist, aber der war nur vorne. Da habe ich Ersatz den bekommen. Da ist weniger drin, der kostet aber genauso viel. Auch 2,19 €. Halber bis 30.11. Das sind 4 Tage. Das ist geil. 4 Tage. Dann natürlich die üblichen Verdächtigen. Joghurtdressing. Einmal bis jetzt. Dann einmal, zweimal Mozzarella. Einmal Sahne. Sahne für den Rahmspinat zum Verfeinern einfach. So ein Schluck Rahmspinat, das ist Schlagsahne. So ein kleines Stückchen immer. Hab ich schon mal erzählt. Komisch, dass sie es so zusammenpacken. Aber egal, solange alles dabei ist, ist okay für mich. So. Oh, ich krieg Sauwetter bei mir. Es ist aber regnen. Finde ich Sauwetter. So, hier ist dann der dritte Mozzarella. Ja? Und hier sind auch noch das zweite Dressing. Ich tue hier die andere Tüte mit rein, damit ich das zusammen ist. Jetzt kommt etwas, was ich persönlich sehr geil finde. Und zwar der geile Homer Kartoffelsalat mit Ei und Gurke. Und das ist 1 Kilo. Und weil das so geil ist, habe ich... Oh, da hat die Kamera gerade... Und weil das so geil ist, habe ich nicht einen genommen, sondern gleich zwei. Die esse ich immer gern so. Einfach auf und mit der Gabel und dann rein. Kann man natürlich auch Brot dazu essen, aber der ist auch pur ganz geil. Halber bis 6.12. und der bis 10.12. Also muss ich so tun, damit ich den zuerst esse, 6.12. 10.12. So, die kommen jetzt wieder hier rein. Den Kartoffelsalat gibt es auch kleiner, also in kleinen Behältern. Und den gibt es auch mit Essig und Öl, glaube ich. Finde ich persönlich, es ist Geschmackssache. Ich mache es nie mit einem Gurke. So, dann kommt jetzt zweimal Spinat. Viermal Spinat. Einmal Fischstäbchen. Viermal Fischstäbchen. Und die Kartoffeln dazu stehen in der Küche. Und den Ausschnitt tue ich halt, das ist ja, der ist, das sind ja, das, der Jahrschnitt, das sind ja so, das ist ja so ein Block. Ja. Wenn du Iglu kaufst, hast du ein Röschen. Beim Ding ist es so ein Block, den tue ich einfach so in den Topf, also so rein. Ja, die Losgetopf. Da war diese zerlaufen, aber wenn er dann schön zerlaufen ist, kommt noch ein Stückchen Schlagsahne mit rein. Und dann ist es ziemlich geil. Also er ist so auch geil, aber mit einem Schluck Schlagsahne
kann man den, schmeckt er mir persönlich noch besser. So. Wieder geholt, lange nicht mehr gehabt. Froster XXL. Reis Hähnchenpfanne. Dann die Tortellini Rahmspinat. Und das alles zwei und das zweimal. Hier ist Nummer 2. Hä? Ich hab doch. Hä? Moment. Das stimmt da nicht. Ich hab doch von ihm 2 genommen, oder? Anscheinend nicht. Okay, das wundert mich nochmal. Also, ich finde den Reis normalerweise geiler. Wie die Tortellini am Spinat. Ich hab wahrscheinlich selber geklickt, aber hab das nicht ab dann nur einmal genommen. Okay. Machst du nix. So, dann haben wir geholt 12 frische Eier. Ich wollte nur 4 kaufen. Was habe ich denn? Habe ich schon verkauft. Ich brauche fürs Panieren maximal 3. Gut, dann kann ich 3 essen. Und 3 essen. Da kann ich 1 benutzen. Und 6 als Frühstückseier essen. Normal kaufe ich für 4er Packs. Da habe ich so schön geklickt oder so. Keine Ahnung. Gut, ist nicht schlimm. Dann haben wir natürlich noch Tomaten. Einmal. Zweimal. Dann nochmal ein Päckchen Essigschnitten, aber mit eingepackt. Dann, jetzt kommt schon das letzte. Der gute Thunfisch in Sonnenblumenöl. Und das ist runtergefallen. Da ist irgendwas, da war irgendwas drin, was ich nicht bestellt habe. Das. Wir haben es halt N30. Ah, das ist so ein. Das habe ich nicht bestellt hier. Ding. Das ist so eine Zutat von Tim Melzer. Hier. Und Tim Melzer, das ist ein Geheimzutat. Habe ich jetzt ehrlich gesagt. Sweet Tomato. Süße Tomate. Habe ich nicht bestellt. Okay, werde ich gucken. Werde ich gucken, was es ist. So. Die Rechnung ist schon da. Das habe ich gerade schon vorher gesehen. Wir gucken ja mal durch. Essensschnitten 1. Bäckertoffel 2 und 3, Schlagsahne 1, Eierfreilassung 2x, 6 Stück, ja, Family Pack, Reishähnchen einmal, 2x, Fischchen 4, Spinat 4, Dressing 2, Thunfisch 3, Kopfsalat 1, Cherry-Roma 2, Pfandtasche 5, also ihr 5 Pfandtaschen bekommen, ich habe 6 zurückgegeben. Macht dann in der Summe 60 oder 50 Cent. Ja. Das steht gar nicht drauf. Entweder dann Fehler gemacht. Weil normalerweise, also letztes Mal habe ich auch was bekommen. Stand aber drauf, da stand aber irgendwas drauf mit
gratis, dieses Porridge, was es war. Aber ich hab nichts davon gratis. Also auch nach der Rechnung laufen, oder kaufe ich ja sowas nicht, weil. Ja. Tomatensauce mit süßer Note. Zutaten Wasser, Tomaten, Tomatensaft. 22%. Geschätzte Tomaten. 22% geschätzte Tomaten, Tomatensaft. Zuckerrübensirup, Zucker, Rapsöl. Branntweinessig, Apfelessig, Tomatenpulver 2%, Speisesalz, modifizierte Stärke, Tomatensaftkonzentrat 1,4%, Knoblauchgranulat, Paprika geräuchert, Paprika Rauch, Gewürze, Zitronenschale, Zitronensaftkonzentrat, natürlicher Zitronenextrakt, Gewürzextrakt. Ich würde sagen, könnte ich mir eigentlich statt, das könnte ich eigentlich nehmen für die Lasagne. Nehmen für die Lasagne. Statt die geschälten Tomaten in Dose, nehme ich das hier für die Lasagne. Gut. Ja. 6 zurückgegeben, Pfandtaschen 5 bekommen. Macht dann 60,50 € habe ich bezahlt. Punkte 30, weil es keinen Gutschein gab. Mein. Weiß gar nicht. Also, ich glaube, Anfang Dezember wird es noch mal Rewe-Gutscheine geben. Aber das war es dann auch, weil Ende Dezember trennt sich ja die Rewe-Gruppe von. Die Rewe-Gruppe von Payback. Dazu zählt auch Penny und so. Einzige, wo ich dann Punkte sammeln kann für mich selber, ist der DM. Das war's dann auch schon. So Aral brauche ich nicht, weil Aral, ich tank nicht. Und ja. Gut, Leute, das war mein Kaffee. Und Leute, nicht vergessen, Deutschland ist unser Land, unsere Heimat, unsere Nation. Deutschland ist nicht verhandelbar. Sei schlau, weil blau. Und ich sage, ihr müsst das Video mal kommentieren. Teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.